Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal Schloss Thievenhaus. Heute, liebe Zuschauer, begrüße ich Sie recht herzlich hier aus unserem wundervollen Barockschloss. Aber leider nur imaginär, denn es ist ja bekanntlich seit 1948 nicht mehr existent. Aber nur zum Teil, denn beispielsweise diese Geländer existieren immer noch im Schlösschen in Rodemisch. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern dafür muss ich mal einen Schritt zur Seite gehen, unseren Mittelbrunnen. Und dazu gehen wir mal ins Detail. Kommen Sie mit. Ja, liebe Zuschauer, jetzt stehen wir hier vor dem Herzstück des Rosengartens, der so sprudelt und läuft, als ob es nie anders gewesen ist. Aber was dafür notwendig war, dass er wieder so läuft, wie er jetzt läuft, das erfahren Sie in diesem Video. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und sehen uns wieder nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Und los geht's erstmal mit dem Ursprung des Mittelbrunnens. So sah er die ganzen Jahre über aus. Jetzt nochmal ein kleiner Rückblick zur Demontage der Brunnenskulptur. Hier wird gerade die Muschelkoralle abgenommen. Dann die Puttengruppe und das Schirmelement. Dazu schweige ich mal kurz und da erfahren Sie was über das Gewicht. Ja, Sie haben es gehört, 1,2 Tonnen, ein beachtliches Gewicht. Dann wurde der Kapitelstein entnommen, das Postament und zu guter Letzt die Inselbasis. Wurde mit viel Gefühl entfernt. Und dann sah das so aus. Die Randsteine wurden rausgehoben und hier, wie Sie sehen, zur Restauration deponiert. Ja, nochmal von oben gesehen sieht man, wie die Natur recht schnell versucht, sich das Gelände zurückzuholen. Aber das müssen wir in diesem Falle unterbinden. Gleich wird es laut, nicht erschrecken. Hier geht es schon um die Restauration. Die Puttengruppe wurde mit Wasserdampf vorgereinigt. Anschließend mit einem speziellen Balsam behandelt, welcher die äußerlichen Schadstoffe wie zum Beispiel saurer Regen und Eisen der letzten 300 Jahre aus dem Stein zieht. Ja, mittlerweile klafft ein großes Loch in der Mitte des Rosengartens. Der alte Untergrund wurde entfernt und die Basis für das neue Fundament geschaffen. Hier wurde der Frostschutz aufgebracht und der Bewehrungskorb geflochten. In der Zwischenzeit legten die Restauratoren auch das Schirmelement in dem mineralisierten Wasser ein. Auch das dient dazu, möglichst schonend die Schadstoffe der vergangenen Tage zu entfernen. Der Kapitelstein jedoch, der das Tellerelement trägt, muss aus statischen Gründen ersetzt werden. Hier sehen Sie, ist unser Steinmetz an der Arbeit, das Objekt nach originalem Abbild zu kopieren. Hier sieht man die Unterseite. Auch ein Teil der Inselbasis wurde großflächig kopiert, die andere Seite konnte zum Glück gerettet und etwas geringfügiger restauriert werden. Die Originalteile verbleiben natürlich bei uns und werden in Zukunft ausgestellt. Hier, liebe Zuschauer, sehen Sie, wurde die Betonplatte gegossen und die Randschalung angebracht.
Das wurde hier abgeschlossen, wie Sie sehen. Wir haben nun eine saubere Wanne. Es wurde ein spezieller wasserdichter Beton verwendet, um eine spätere Dichtigkeit zu garantieren. Aber jetzt geht's noch zu den Randsteinen. Hier sehen Sie den Zustand nach dem Ausbau und in der Restaurationsphase. Poröse Stellen wurden abgetrennt und mit neuen Sandstein ergänzt. Es werden in Fachkreisen sogenannte Vierungen eingesetzt. Um diese schweren Elemente bewältigen zu können, ist dieser Portalkran erforderlich. Hier sehen Sie, wurden die restaurierten Elemente an die Brunnenwanne befördert. Und schließlich eingesetzt. Jetzt geht's an die Feinarbeit. Die Restauratoren verfugen die Elemente mit einem speziellen Mörtel, um aus den Teilen ein Ganzes zu machen. Zwischen den Rändern und den Sandsteinelementen wurden Kiesel eingebracht. Das hat auch eine Drainagewirkung. Die Leitung für die spätere Pumpe würde auch bereits vorgesehen. Aber jetzt geht's wieder an den Rückbau der Brunnenskulptur. Die erste Hälfte der Inselbasis wird behutsam auf den Transport vorbereitet. Zuerst mit Spanngurten angehoben und anschließend auf eine Palette gesetzt, um den Transport natürlich in den Rosengarten so sicher wie möglich zu gestalten. Hier kommt schon die zweite Hälfte und wird behutsam in das Brunnenbecken eingelassen. Mit dem Hubwagen ist es möglich, das Element präzise an seinen Bestimmungsort zu bringen. Als nächstes kommt das Postament an die Reihe. Hier wird es vom Restaurationsplatz ebenfalls über den Schlosshof in den Rosengarten befördert. Um es hier behutsam auf die Inselbasis zu setzen. Alle Elemente wurden zuerst als Probe gesetzt und anschließend mit Mörtel fixiert. Aber diese Sequenzen erspare ich Ihnen, damit es nicht zu langweilig wird. Ich habe jetzt
Der Abstand stimmt und es wird passgenau eingesetzt. Jetzt kommen wir zu dem nach originalen Abbild kopierten Kapitelstein. Auch dieser wird behutsam über die lange Wasserführung befördert. Dafür machen wir jetzt mal einen kleinen Zeitraffer mit vierfacher Geschwindigkeit. Ganz langsam abgelassen. So, das passt auch. Und hier sehen wir ihn nochmal in seiner gesamten Schönheit. Ein Meisterwerk. Beim nächsten Element wurde jedoch die Wasserleitung nochmals entfernt, wie Sie es gerade gesehen haben. Denn dabei handelt es sich um das schwere Schirmelement. Da wäre es einfach viel zu gefährlich, dieses Gewicht in solch einer Höhe zu befördern. Und ab geht's über den Schlosshof in den Rosengarten. Hier, liebe Zuschauer, sehen Sie, wie einer der Steinmetze in der Zwischenzeit Blei schlägt. Damit können feine Unebenheiten präzise ausgeglichen werden. Und jetzt wird es spannend. Wie Sie sehen, wurde der Mörtel schon aufgebracht und das schwere Tellerelement über den Kapitelstein gebracht. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Agrargenossenschaft Wülknitz, die uns bei den Arbeiten stets hilfreich zur Seite standen und vor allen Dingen mit äußerster Präzision die Elemente an ihren alten Platz brachten. Das Tellerelement sitzt. Das Sicherungsmaterial wird jetzt entfernt. Und ab geht's zum nächsten. Jetzt kommt die Puttengruppe. Zu ihrem alten Platz auf das Tellerelement.
Wundern Sie sich nicht, dass unsere Mitarbeiter in jeder Sequenz andere Kleidung tragen. Diese Arbeiten wurden in einem längeren Zeitraum erbracht. Man muss zwischen jedem einzelnen Element die Trocknungszeit des Mörtels beachten. Auch dieses Element hat seinen Platz eingenommen. Der Mörtel ist bereits fest. Als kleine Bemerkung, achten Sie mal auf diese Putte. In der Brustgegend befinden sich Einschusslöcher, welche noch auf Kriegszeiten zurückzuführen sind. Nun kommen wir zum letzten, der restaurierten Muschelkoralle. Auch dieses Element wird behutsam über den Schlosshof in den Rosengarten gebracht. Die letzten Anpassungsmaßnahmen finden statt, nur muss hier noch etwas nachgearbeitet werden. Es sieht ein wenig rabiat aus, aber liebe Zuschauer, die Steinmetze wissen ganz genau, was sie tun. Ein letztes Mal wird die Muschelkoralle in den Mörtel gesetzt. Ganz behutsam und vorsichtig. Kleine Justierungsarbeiten sind noch erforderlich. Und ja, das passt. Es wäre vollbracht. Und der Mittelbrunnen im Rosengarten Tiefenhaus lässt das Wasser sprudeln, so wie er es schon um 1708 gemacht hat. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir am Ende unseres Videos angelangt und hoffen, es hat Ihnen gut gefallen. Wer möchte oder wer es noch nicht getan hat, kann gerne unseren Kanal abonnieren. Es ist kostenfrei, bleibt dafür aber immer auf dem aktuellen Stand. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich für Ihre Zeit und Ihr Interesse vor allen Dingen und sehen uns recht bald wieder auf unserem Kanal. Bis bald und tschüss, Ihr Philipp.